So, und da wären wir auch schon wieder. Und wie ihr sehen könnt, im Hintergrund unsere schöne neue Eiswelt. Also, spielen. Du wirst angegriffen. Das ist schon mal ein super Anfang. Aber nur Käfer, okay. Wir wollten das ganze Holz hier abhacken. Wir brauchen unbedingt Betten. Sonst sterben die irgendwann alle. Nee. Genau. Was sagt der Techbaum? Wann kriegen wir richtige Betten? Da ist ein richtiges Bett. Blätterdach, das müsste doch einfach zu machen sein, okay. Du, 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 bumm. Müssen wir allerdings auch setzen. Und setzen wir jetzt einfach mal hier ein Blätterdach hin. Was machst du? Sehr schön. Neue Aufgabe. Deckbaum, ja. Holzhelm. Holzhelm ist eh sehr gut. Davon könnten wir gleich mal 5, 6 Stück herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausrüsten. Unsere erste Rüstung. Yeah. Weiter, weiter, weiter. Das sind echt ganz schön viele neue Münzen, die haben. So. Jetzt Bett. Genau, jetzt Bett, aber wir haben kein Holz mehr. Aber es kommt gleich rein, ist okay. Also, die Betten sollten eigentlich hier oben dann später hin, aber das dauert noch, bis wir so hoch bauen können. Also kommt jetzt da, da, ferne Werkbank und dann Bett hin und dann hier unten auch noch. Wir hätten gerne hier auch noch eine Fackel. Das Ganze kann euch mit schnell laufen. Genau. So, ihr bringt alle Holz, das ist gut. Zip. 1, 2, 3 Betten. 1, 2, 3 Betten. Mhm. 57% Komfort schon. Dafür, dass wir in Dreck und Eis und so leben, ist das doch ganz okay. Und warum sind da unten Sternchen? Achso, das gehört noch mit zu unserer Festung. Hey, ja, warte mal. Das Dach kann erstmal weg. Und wir hätten gerne da Schnee. Nicht möglich, hier Schnee zu bauen. Das wollen wir doch mal sehen. F1. Ihr habt nichts zu tun, was zur Hölle. Macht das hier weg. Und geht irgendwo graben. Hier, Eisen, Eisen. Und das ist hier eine komische Höhle. Das, 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 alles weg. Wir brauchen viel mehr Steine, aber ich werde jetzt nicht nachts rausgehen und irgendwo Steine klopfen gehen. Was ich aber eigentlich wollte, du, wähl jetzt Werk, Kontrolle übernehmen. Ich würde gerne das Loch dazu machen, damit er ein bisschen glücklicher ist und die Zwerge mehr regenerieren. Warum kann ich da nicht zumachen? Fällt der Schnee jetzt runter? Nein, okay, so. Geht nicht. Okay. Dirt. Dirt geht. So. Jetzt dürfen die Sternchen nicht mehr runterwandern. Den Schnee würden wir gerne ersetzen. Weg mit dir. Weg mit dir. War ein Busch im Schnee? Okay. Wir hätten gerne Stein. 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 Nee. So. Wenigstens schon mal keinen Schnee mehr hinten. So. Oh, das war knapp. So, hier bei. Wirst du wohl mal rausgehen? Genau. Hier kommt jetzt unsere eigentliche Hausmauer hin. Also machen wir mit Dirt einen Hintergrund. So. Können wir da jetzt Steine setzen? Sehr gut. Wir brauchen ja auch einen Ausgang aus dem Ding. Das, also, Hausmauer, zwei frei. Komm hoch. Komm, komm. Freien. Kontrolle übernehmen. Nein. Ah doch, okay. Also, Hauswand, zwei frei, Mauer. 1, 2, 3. Denn in einer halben Stunde kommt die erste Welle. Und die könnt ihr auch von rechts kommen. Also machen wir so, so, so. Mauer, Mauer, Mauer.
Und das hier machen wir dann zu, wenn es ernst wird. Wir werden so wahrscheinlich eh nur mit Teleportern rausgehen und der Teleporter ist weg. Bitteschön. Und bitteschön. Müllerbuch. Ja. Genau, machen wieder eure komischen Dinger da, ist okay. Holz. Ja, wir brauchen Holz und wir haben gerade ein frisches Portal, also das kann auch noch weg. Goblins nerven, aber kann man nicht ändern. Wir brauchen noch mehr Holz für Leitern. Leiter. Die werden wir alle später ersetzen durch Scaffoldings, denke ich mal. So. Leiter, warte. Graben. Leiter. Da graben. So, das gehört jetzt alles noch zu unserer Festung. Das ist nicht so gut. Hier nimmt doch ein Portal, ist doch viel besser. Das gehört alles zu unserer Festung, dementsprechend ist er jetzt nur noch auf 49%. Oh, wo kommt ihr denn her? Und wo willst du denn hin? Du, Kontrolle übernehmen. Du wirst nicht da hinten irgendwelche Ressourcen einsammeln. Befreien. Oh, Schild, Lager, wo ist das Schild? Schild, da. Schild da drauf. Guck, was er macht. Geht runter, okay. Es wird Tag und er kommt hoffentlich nicht durch. Und das sieht irgendwie sehr komisch aus. Zwei Skelette, die den Yeti stützen. Okay. Wie schaut's aus mit Waffen? Techbaum. Ich sehe, da kommt der Bogen. Beim Eimer. Für den Eimer brauchen wir erstmal ein Schloss und für. Schloss, drei Eisen. Drei Eisen haben wir. So, ein Schloss. Jetzt kommen Nägel. Nägel. 1, 2. Dünn. Holztür und Holzrüstung. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Holztür. Brauchen wir ein Schloss für. Und Holz. Zimp. So. Wir hätten gerne eine Holztür. Da. Wir hätten gerne einen so einen Deckel. Hier eigentlich. Also müsste das da weg. Ja, wir haben eine Holztür gebaut. So, das da weg. Das da weg, wenn das geht. Da unten wäre Kohle. Das hier könnt ihr zumachen. Das wird so schön, wenn wir Scaffolding haben. Wo sind eigentlich die Scaffoldings? Nicht hier, nicht da, nicht. Da hinten sind die Gerüste erst. Ja, Holzrüstung. Dafür brauchen wir ein Seil. Ein Seil können wir noch nicht herstellen. Seil ist hier. Dafür brauchen wir erst einen Eimer. Und für einen Eimer brauchen wir Bretter. Und für das Bretter brauchen wir die Werkzeugbank, die wir gerade abgebaut haben. Okay. Wo ist die Werkzeugbank? Da. Werkbank. Können wir die hier hinstellen? Nein. Stellen wir die mal da oben hin. Du hast nichts zu tun. Das glaube ich ja nicht. Geh doch mal hier hinten hin. Fällt hier den Baum und den Baum und macht hier den Stein weg. Oh, da fällt mir gerade was sehr Positives ein bei der Eiswelt. Zwerge können nicht ertrinken, es gibt kein Wasser. Also jedenfalls nicht hier oben. Auch wenn die Eisblöcke hier so komisch dampfen, das ist verdächtig. Der Eisblock, der kann auch noch weg. So. Graben, damit hier nicht wieder irgendwelcher Efeu auftaucht, den sie 2 Stunden später abbauen wollen. Du graben.
25 Minuten noch. Ja, ihr kommt da nicht weg. Ihr müsst erstmal das wegbauen, sonst geht das nicht. Die Schnee könnt ihr auch gerne abbauen. Das könnt ihr abbauen, das könnt ihr abbauen. Gut. Schaf muss eigentlich auch sterben. Wir brauchen nämlich die Wolle. Neida. Ah, also. Der kann weg. Das kann alles eingesammelt werden. Sand können wir auch mal mitnehmen. Wir brauchen ja später unser ganzes Terrakotta-Zeug. Wofür wir übrigens aber auch Wasser brauchen. Das könnte echt ein Problem werden. Und der Regenzauber wird wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Wenn wir Regen machen in der Eiswelt, dann gibt es Hagel. Und das könnte nicht so schön enden. Aber gucken wir mal. Graben. Oh. Yeti. Oh, die wären wahrscheinlich eigentlich vor unserer Tür gewesen. Aber sie sind halt hier reingelaufen. Das hatten wir in der letzten Welt ja auch mit den Zombies. Da hatten wir so eine ähnliche Nische. So, Fett eingesammelt. Und der kommt da nicht raus. Jo, pff. Tötet das Schaf. Ihr kriegt doch ein neues Portal. So, ihr Jungs. Habt nicht wirklich was zu tun, ne? Dann baut doch bitte mal den Stein hier ab. Und den Eisblock da, um zu gucken, was der Eisblock von dem da unterscheidet. Also das ist wahrscheinlich einfach nur Schnee und das ist das richtige Eis. Und aus dem Eis können wir vielleicht Wasser erstellen, wenn wir es einfach nur kochen. Wird jedenfalls Sinn machen. So, so. Paket. Usch, eine Holzwand. Ja, ja. Stimmt, wir brauchen noch mehr Betten. Wir haben gar keine richtige Abtrennung zwischen den Räumen, fällt mir gerade auf. Was nicht so wirklich schlimm ist, aber mich würde die Zugluft ein wenig stören. Aber gut. Da, einfaches Bett. Holz. Eins, zwei. Einfaches Bett da, einfaches Bett da. Wir haben jetzt 4 Betten, 6 Betten für 5 Zwerge, aber eventuell bald 6. Wir müssen hier unbedingt einen neuen Dingens stellen. Problem ist nur, dass da schon Yeti steht. Was nicht so toll ist. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also nimm Schaf. Schaf ist tot. Hühner könnten wir töten. Du hast kein Portal. Hier, bitteschön. Das da bitte noch weg. Das Eis bauen wir auch ab. Das alles weg, 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 weg. Weg. So. Wir brauchen Steine. Wir brauchen ganz viele Steine. Und Beerenbüsche. Im Eis. Auch eine Art, an Essen ranzukommen. Wir sammeln einfach ganz, ganz, ganz altes, aber ganz, ganz gut konserviertes Essen ein. Kram. Kram. So, was sagt der Techbaum? Ich habe hier unten irgendwo Eis gesehen. Genau da. Dazu brauchen wir aber erstmal eine Schleimfackel und dazu brauchen wir alles, was wir haben. Jedenfalls ein Knochen. Schleimfackel. Schließen. Schleimfackel. Setz mal bitte. Das werden wir eh gleich wieder abreißen, okay. Setz mal bitte. Dahin. Minuten. Ich glaube, wir sollten den jetzt umbringen. Besser jetzt als später, wenn die ganzen Wellen kommen. Also Portal hierhin, dich töten. Schubst doch noch zurück. Du solltest ihn runterkommen lassen. Also ist okay. Nö. Jeder kann einmal hauen. Es könnte sich aufgehen, könnte sich aufgehen. Danach werden die aber alle schlafen müssen. Also wirklich alle. Hau, 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 hau. Weg mit dir. Was ist das da, eine Keule?
Also das gehört nur zu seiner Grafik. Das ist keine Keule auf dem Boden. Okay. Steinblock da. Baustein. Warte mal, was kannst du machen? Wähle Zwerg, Kontrolle übernehmen. Nein. Genau, Baustein. Da. Wieder rein. Befreien. Raus. So. Betten sind da. Türluke. Da muss noch ein Loch rein. Da muss noch eine Luke rauf. Also brauchen wir noch eine Luke. Bauen. Luke da. Das da muss weg. Da muss Leiter hin, da muss Leiter hin, da muss Leiter hin. Und hier muss eigentlich überall Dirt Wand zumindest hin. Die wir dann später durch Terrakotta ersetzen und so. Aber ich will erstmal gerne eine Wand da haben. Damit wir was bauen können. Und wir wollten dran denken, dass wir für die unterste Etage 5 Felder hochbauen oder so ähnlich. Für die Fahrstühle. Müssen wir mal gucken. Und wir haben Nacht, das heißt, es könnten gleich Gegner kommen. Schild da oben ist okay. Wir nehmen jetzt einfach irgendein Zwerg, dich zum Beispiel. Und setzen jetzt ein wenig schneller da oben die ganzen Sachen.